Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Zeit für unser Forum Politik. Es ist schön, dass Sie, gerade Sie, dabei sind. Während der Corona-Pandemie hat sich vieles verändert, beziehungsweise ist zum Stillstand gekommen. Da stellt sich die Frage unter anderem, was tut sich bei der Wissenschaft, der Forschung, den Universitäten und den Fachhochschulen? Darüber spreche ich mit unserem Minister für Wissenschaft und Kultur, Herrn Björn Tümmler, unser Mann sozusagen in der Regierung in Hannover. Herr Tümmler, schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Es ist gut, dass Sie für den Bereich Wissenschaft, Kultur und Forschung zuständig sind, sozusagen als unser Anwalt auch unserer universitären Interessen hier im Oldenburger Bereich. Und ich möchte mich mit Ihnen jetzt über verschiedene Themen aus Ihrem Ressort unterhalten, die ja ganz besonders jetzt in der Zeit der Corona von der einen oder anderen Seite sicherlich zu beleuchten interessant ist. Aber ehe wir das tun, erstmal so ein bisschen über den Menschen, Björn Tümmler. Sie stammen hier aus unserer Region, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus der Wesermarsch. Und da stellt sich für mich so die Frage, als Junge der Wesermarsch, was haben Sie getan, was mussten Sie tun, um Ihren Werdegang so durchzuführen, wie er jetzt zurzeit gerade aktuell sich darstellt? Also ich habe mich sehr früh für Politik schon interessiert. Das ist so ein bisschen familiär bedingt, weil sowohl mein Vater als auch mein Großvater schon in der CDU waren. Ich habe in der Schule mich auch damit beschäftigt und war immer sozusagen ein politischer Mensch in vielfältiger Funktion. Also das heißt über die Schülerschaft, über Junge Union und dann auch in der CDU. Und das begleitet mich im Grunde genommen schon seit meinem 16. Lebensjahr. Also das ist so gewachsen. Okay, kann man sozusagen sagen, Sie haben die Politik mit der Muttermilch zu sich genommen? Ja, so ungefähr kann man das, glaube ich, sagen. Okay. Okay. Und Wesermarsch, ein Landkreis. Und wenn ich mal fragen darf, aus welchem Ort kommen Sie in der Wesermarsch? Also ich komme aus Berne. Aus Berne, okay. Genau, geboren in Brake, aber aufgewachsen und lebe auch nach wie vor in Berne. Schön, okay. Also ein Mann aus dem Oldenburger Land, damit in der Regierung in Hannover, sind Sie ja. Ja, der einzige Minister in der Landesregierung aus unserer Region. Nee, der Kollege Lies kommt hier aus. Ah ja, Lies, ja klar. Genau. Herr Lies aus Wilhelmshaven, ja, 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 klar. Das bringt mich jetzt so auf den Gedanken, Sie sind damit ja schon quasi als Schüler politisch tätig. Und da erlebt man ja viel in dieser relativ langen Zeitspanne. Und wenn Sie mal jetzt zurückblicken und sich die Frage stellen, was Ihr einschneidendes politisches Ereignis, entweder positiv oder negativ, in dieser Zeitspanne war. Was würden Sie nennen? Ja, da kommen, glaube ich, einige zusammen. Das Erste, wo ich aktiv mich daran erinnern würde wollen, auch positiv, das war die Deutsche Einigung, die ich als Schüler erlebt habe und wir damals spontan unseren Schulleiter davon überzeugt haben, dass wir die Nationalflagge vor dem Gymnasium ausziehen und gesagt haben, also Mensch, das ist doch ein toller Tag, heute geht es in Erfüllung, das, was viele immer gewünscht haben, an das einige nicht mehr geglaubt haben, aber wo ich persönlich immer gesagt habe, die deutsche Einheit wird kommen und sie war dann da. Und das Zweite ist gewesen, als ich das Direktmandat für den Landtag gewonnen habe 2003, weil da keiner mit gerechnet hätte, dass das möglich war. Ja. Und das war ein sehr schöner und doch toller Tag, als das Ergebnis dann da war. Wo man eben als direkt gewählter Abgeordneter in den Niedersächsischen Landtag einziehen konnte. Ach, glaube ich. Ja, da waren Sie ja noch ziemlich jung, nicht 2003. Wie alt waren Sie da? 32. 32, ja, sowas für Landtag ist das. Da waren Sie einer der Jüngsten wahrscheinlich im Landtag. Genau, nicht der Jüngste, aber einer der Jüngsten. Ja. Mensch, toll. Okay. Nun treiben Sie damit ja schon viele Jahre Politik. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich ja nur sozusagen interessierter Zaungast. Und da stelle ich mir manchmal so die Frage, was ist aus der Politik in den letzten Jahren geworden? Wie hat sich Politik in den letzten Jahren verändert? Und ich denke, wenn Sie mal ganz alleine mit sich sind oder auf einem Spaziergang, geht Ihnen das ja wahrscheinlich auch mal durch den Kopf, wie sich Politik verändert hat. Was kommt Ihnen da so in den Sinn als Antwort bei dieser Frage? Ja, also wir haben schon erlebt, dass wir eine große Verdichtung haben, was die Themen angeht, was die Ansprache angeht,
über eben die sozialen Medien, die Möglichkeiten mit den iPhones und Handys und was auch immer. Also das heißt, man ist immer ständig irgendwie erreichbar. Und das hat sich schon seit 2003 signifikant bis heute deutlich verändert. Es ist also deutlich mehr geworden. Sie sind quasi noch mehr auf einer öffentlichen Bühne, als sie das vorher gewesen sind. Und man merkt eben auch, dass sowas wie, ich will gar nicht sagen Respekt, weil das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht das richtige Wort dafür, aber dass zumindest die Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern, also nicht von Normalen, sondern eben von denen, die jetzt aggressiv werden, eben auch deutlich aggressiver geworden sind. Bisschen eben auch zur Anfeindung und ähnlichem mehr. Und wenn man so Kommentare über Kollegen in sozialen Medien liest, dann ist das auch wirklich manchmal auch schwer auszuhalten, weil man immer nicht vergessen darf, wir sind Individuen, wir sind Persönlichkeiten. Und wenn man dann sozusagen so negativ dargestellt wird, dann ist das natürlich für viele auch eine große Belastung. Bis hin eben auch zu körperlicher Gewaltandrohung und viel mehr. Da haben wir jetzt im Landtag vor kurzem auch mal drüber gesprochen, was das eigentlich mit uns auch macht als Person, wird man vorsichtiger oder nicht. Und ich finde, das nimmt ein Stück weit auch die Möglichkeiten, Dinge einfach mal zu sagen, die man sagen muss. Also das heißt, Verantwortung macht sich ja nicht nur darin bemerkbar, dass man um den heißen Brei rumschleicht, sondern man muss ja auch mal sagen, wie es ist. Und da kann man nicht immer nur ausweichen. Und das ist natürlich, bei vielen kommt das nicht mehr gut an. Ich glaube aber, wir müssen genau diese Rückkehr wieder dahin haben, dass wir auch als Politiker klar sagen, das geht und das geht nicht. Und nicht immer irgendwie drum rumreden, weil am Ende lassen wir Menschen zurück, die eine Hoffnung haben und die wird dann enttäuscht. Und das ist ein Problem. Ein anderes großes Feld ist die Political Correctness, also sprich, was darf ich eigentlich noch sagen? Und was wird mir sozusagen gleich umgedreht, wenn ich es schon gesagt habe? Und das, finde ich, ist eben eine ganz andere große Hypothek in der Politik mittlerweile. Ja. Wirkt sich das auch so nach Ihrer Beobachtung auch aus im privaten Bereich, in der Familie und so weiter, so das Herabsinken von Hemmschwellen und so weiter? Ja, das kommt auch. Also ich habe bisher meine Familie Gott sei Dank immer auch aus den Dingen raushalten können. Das will ich auch weiter tun, weil ich finde, man muss auch einen privaten, geschützten Raum haben. Kollegen, die das anders gehandhabt haben, die bereuen das heute auch sehr, weil sie natürlich eben ein Stück von sich weggegeben haben und damit sind sie eben auch mit der Familie öffentlicher Teil. Und ich finde, man muss Räume haben, in denen man auch wirklich privat sein kann. Auch wenn man mit Freunden unterwegs ist, muss das eben einfach auch privat sein und nicht irgendwie ein Teil des Öffentlichen. Und das ist schwierig, weil viele Leute unterscheiden da nicht mehr. Und das ist durchaus eine Belastung. Ja, glaube ich. Mensch. Seit dem 22. November 2017 gibt es ja die Landesregierung Niedersachsen, so wie wir sie jetzt haben, große Koalition, CDU, SPD oder SPD-CDU. Und wir haben ja eine andere große Koalition im Bund, die brauchte ja ihre Zeit, bis sie zueinander fanden. Sie braucht ihre Zeit, um vom Streit zur Gemeinsamkeit zu kommen. Und bei Ihnen hier in Niedersachsen beobachte ich jedenfalls, dass für mich augenscheinlich klappt das von Anfang an, ohne irgendwelche Zwistigkeiten, ohne nach außen getragenen Streit, arbeiten Sie relativ geräuschlos zusammen. Woran liegt das? Na, wir haben am Beginn, also es ist ja keine Liebesheirat gewesen zwischen CDU und SPD in Niedersachsen. Sie wissen, dass wir uns über viele Jahrzehnte im Grunde genommen eher gestritten haben, als dass wir zusammengearbeitet haben. Es gibt die historischen Verwerfungen mit der Albrecht-Wahl, die auch bei der SPD immer noch nachwirken. Und wir haben am Beginn der Koalitionsverhandlungen gesagt, okay, also wir sind jetzt hier, wir haben einen Regierungsauftrag, wir wollen es miteinander probieren, aber wir sollten diese weißen Elefanten, die hier durch den Raum treten, die sollten wir vielleicht mal alle vom Tisch räumen und sagen, okay, es ist eine Partnerschaft, die auf Zeit angelegt ist, sie muss auch arbeiten, sie muss Ergebnisse liefern und das ist unser gemeinsamer Auftrag und daran sollten wir uns halten. Das haben wir im Geiste des Koalitionsvertrages, aber auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit bis heute Gott sei Dank beibehalten. Und in der Tat, es läuft geräuschloser, es läuft auch effektiver, als das anfangs auf der Bundesebene gewesen ist. Ja, ich merke immer so den Unterschied zwischen den beiden Bereichen, wenn ich mal so sagen darf. Hier läuft das geräuschlos wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre es in Berlin wahrscheinlich nicht so harmonisch, wie es jetzt ist. Nicht? Denn, denn Corona hat ja, so komisch das klingen mag, die Bundesregierung eher etwas zusammengeschweißt. Nicht? Genau, also eine Krise in so einer Form schweißt natürlich eher zusammen, wobei ich immer noch glaube, dass auch
auch wenn Menschen sozusagen nicht immer die gleiche Meinung haben, sie durchaus zusammenarbeiten können, wenn sie zumindest das Ziel verfolgen, für die anderen Menschen, die sie vertreten sollen, eben das Maximale zu erreichen. Und das ist eben einer der Geister, die uns begleiten auf unserer Arbeit, dass wir sagen, wir haben den Auftrag, für die Menschen Niedersachsen zu arbeiten und etwas zu erreichen. Und deswegen müssen wir es gemeinsam erreichen. Und wenn es Konflikte gibt, dann werden die hinter verschlossenen Türen geregelt und man geht mit einem vernünftigen Bild auch wieder in die Öffentlichkeit. Ja, schön. Nun, als die Regierung gebildet wurde, Herr Tümmler, kann ich mir vorstellen, ging ja durch Ihren Kopf auch etwas, nicht? Was kommt da auf mich zu? Und das bringt mich so auf den Gedanken, das Wissenschaftsressort, Minister für Wissenschaft und Kultur, war das sozusagen Ihr Wunschministerium oder wie hat sich das ergeben, dass Sie in diesem Fach- und Sachbereich Minister geworden sind? Also ich bin ja im Schattenkabinett von Bernd Altusmann vorgesehen gewesen für das Finanzressort. Richtig, und genau. Und wir haben ja, wie das dann so ist, in Koalitionsgesprächen Ressortverteilungen gehabt. Und der Kollege, der eigentlich fürs Gesundheitsressort vorgesehen war, aber ausgewiesener auch Finanzexperte ist, nämlich Reinhold Hilbers, hat auch gefragt, ob er nicht sozusagen dann das machen könnte, weil das Gesundheitsressort ja bei der SPD geblieben ist. Das heißt also, man muss dann auch einen Kompromiss finden und Bernd Altusmann hat mich gefragt, ob ich dann das Wissenschaftsressort übernehmen würde. Und ich habe dann ja gesagt, weil ich eben schon finde, dass das Wissenschaftsressort eines der Ressorts ist, das am meisten nicht wirklich wahrgenommen worden ist in der Vergangenheit, aber mit vielen Potenzialen eben auch gerade für unseren Bereich hier im Oldenburger Land, aber auch darüber hinaus Dinge eben bewirken zu können. Und das nicht nur im Kultur- und Kunstbereich, sondern eben vor allen Dingen auch im universitären und Forschungsbereich. Und da sind wir eigentlich auch schon ein ganz gutes Stück vorangekommen. Das bringt uns schon auf eines unserer Themen, die wir heute besprechen sollen. Stichwort universitären Bereich in unserer Region. Und da kommen wir an der European Medical School nicht vorbei. Wie stehen Sie eigentlich zu der European Medical School? Also ich bin von Anfang an ein großer Befürworter der European Medical School gewesen. Ich habe damals, als die Gründungsphase war, auch mehrere Briefe an Christian Wulff, damals noch Ministerpräsident, geschrieben und mich aktiv dafür eingesetzt, dass das in Oldenburg möglich gemacht wird. Sie wissen, das war nicht von Anfang an bei allen sozusagen auf Gegenliebe gestoßen, dass die Medizin jetzt dann noch endlich nach Oldenburg kommt. Aber die Fakten mit dem weißen System, also mit dem weißen Gebiet und so, die sprachen schon für sich, dass man es machen musste. Und deswegen, wie gesagt, habe ich es von Anfang an begleitet und als ich Minister wurde, auch sofort dafür gesorgt, dass der Ausbau jetzt wirklich auch stattfindet. Ja. Sonst hätten wir die Studierendenzahlen eben nicht von 40 auf 80 erhöht und damit eben auch deutlich signalisiert, wir wollen den Ausbau der European Medical School. Wir stehen zum Standort Oldenburg und eben auch der Region hier in Weser-Ems. Ja, da stellt sich ja so die Frage, der Studiengang ist ja in Kooperation mit der Universität Groningen und Oldenburg installiert worden. Und Sie haben ja gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, 80 Studierende hier. Was ist denn die Zielgröße? Also die Zielgröße sind 200, 200. Auf die wir kommen sollten. Und jetzt ist die Frage, in welchen Schritten werden wir das erreichen? Sie wissen, dass unter der Corona-Frage vieles eben jetzt zurückstehen muss, weil die Geldmittel eben in andere Kanäle auch gelenkt werden müssen. Gleichwohl bleibt das Ziel, 200 Studierende in Oldenburg, ist eine rechenbare Größe, die ist auch darstellbar. Und dafür fangen wir jetzt an, die Gebäude zu bauen, sodass man eben auch dann die Betreuung sozusagen der Studierenden im universitären Teil auch sicherstellen kann, über die Nassanatomie, über die Labore und ähnlichem mehr. Und das ist auch ein klares Bekenntnis eben der Landesregierung, aber auch meiner Person zum Standort Oldenburg. Und darüber bin ich eben sehr froh. Und weil Sie gesagt haben, die Kooperation mit Groningen, die ist großartig. Sie ist das in Europa einzigartige Beispiel bisher einer grenzüberschreitenden Kooperation, gerade im Medizinbereich, einem der schwersten Fächer überhaupt. Und ich persönlich, aber auch das Land Niedersachsen, sind den Menschen in den Niederlanden, insbesondere in Groningen, sehr dankbar, dass sie diese Kooperation seit 40 Jahren ja mit der Uni Oldenburg ohnehin, aber speziell auch mit der European Medical School, eben auch weiter aufrechterhalten wollen und dass auch aus der Groninger Szene heraus die Zusammenarbeit mit Oldenburg geschätzt wird, weil man sagt, hier ist eine große Expertise. Und dieses Modell European Medical School ist auch für die Niederländer durchaus interessant, Einblicke in das deutsche Gesundheitssystem zu finden und umgekehrt eben auch unseren Menschen, den Studierenden, die Möglichkeit zu geben, Einblicke ins niederländische System zu kriegen. Und ich glaube, nur so verschränken wir auch Europa und überwinden Grenzen dauerhaft. Und deswegen ist das eben ein sehr gutes Beispiel für mehrere
fliegen, die man dann sozusagen unter einer Klappe bringen kann. Ja, das ist ein Stück wirksames Europa, nicht? dieses Projekt. Absolut, ja. Aber trotzdem hat es ja so ein paar Irritationen gegeben, namentlich bei uns Oldenburger. Nicht? Wenn jetzt hier der Präsident der Uni Oldenburg sitzen würde, der würde wahrscheinlich sagen, ja, in der Tat, das hat Irritationen gegeben. Denn froh war man ja, als von Ihrem Ministerium die Zielgröße genannt wurde, 200 Studenten ist das Ziel, dann neue Forschung- und Laborgebäude, 200 so und so viele Millionen sollte das kosten. So, und dann haben sich alle hier darauf gefreut, wahrscheinlich schon an Neubaupläne gedacht. Und dann gab es ja Ihren Kabinettskollegen, der hat dann den Beitrag, der erforderlich war im Haushalt 21, einfach mir nichts, den nichts gestrichen. Hat er mit Ihnen darüber gar nicht gesprochen oder was war die Grundlage? Man kann doch nicht auf der einen Seite Hü sagen und auf der anderen Seite Hott. Nee, er hat das nicht gestrichen, sondern es ist quasi eben, weil ja Corona schon lief, gar nicht mehr dazu gekommen, dass es in den Haushalt hineingekommen ist. Und wir haben ja einen, wie ich finde, doch ganz formidablen Kompromiss hinbekommen, dass ich gesagt habe, wir räumen dadurch, dass wir Sondermittel bekommen haben für die energetische Sanierung von Gebäuden, Teile aus unserem laufenden Hochschulbaukapitel frei. 40 Millionen geben die quasi dann nach Oldenburg, um dort eben die Grundlagen des ersten Bauabschnitts machen zu können. Die Uni Oldenburg hat dann aus Eigenmitteln, also die sie ja von uns auch vorher bekommen haben, gesagt, sie steuern das Geld für die Nassanatomie bei. Das sind ungefähr so 16 Millionen Euro, 14 bis 16 Millionen Euro. Und danach hat dann der Koalitionsausschuss gesagt, okay, wenn wir das so angehen, dann verpflichten wir uns jetzt als Landesregierung im kommenden Jahr in den Haushalt 2022/23 eben nochmal 40 Millionen reinzustellen, um das gesamte Laborgebäude eben auch dann komplett fertig zu machen. Das heißt, wir werden dort wir werden das sozusagen in eins planen können, also durchplanen können, und wir werden das in zwei Bauabschnitten aufteilen müssen, was aber auch vom Baukörper her schon immer so angelegt gewesen ist. Es handelt sich da um mehrere Bauteile und das macht sich auf dem Gelände, auf dem es entstehen soll, eben sehr gut, und das korrespondiert auch eben, wie gesagt, mit der Planung der Uni Oldenburg dazu. Ich muss ja noch mal eben sagen, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus geschickt von Ihnen war, dass Sie gesagt haben, nachdem das aus dem Haushalt 21 rausflog, da haben Sie ja 14 Millionen aus Ihrem Ministerium bereitgestellt, und ich könnte mir vorstellen, dass, und auch der Protest aus Oldenburg hat doch wahrscheinlich bei Herrn Weil und bei Herrn Hilbers irgendwas an Nachdenkprozessen ausgelöst, oder? Also es hat am Ende dazu geführt, dass der Koalitionsausschuss beschlossen hat, wir kriegen die zweiten 40 Millionen, und das ist ja auch ein gutes Ergebnis. Aber nun fehlt ja noch ein bisschen Geld, nicht? Dann jetzt. Ja, gut, also das Problem ist ja immer, wenn man mal auf die Genese sozusagen der Uni Oldenburg guckt, weiß man, dass sie immer sozusagen sich Stück für Stück weiterentwickelt hat. Ja. Und das wird jetzt in dieser Stelle genauso sein, und das heißt, wenn das Geld jetzt für den Forschungsbau dort zur Verfügung stellt, was er wird, also was es sein wird, dann wird auch die weitere Entwicklung sozusagen in weiteren Abschnitten kommen müssen. Das ist eine Frage der nächsten Jahre, und ich glaube, dass das auch eine gute Entwicklung ist, damit es auch das System der Uni Oldenburg sich nicht insgesamt völlig verschluckt an der Medizin, weil man ja auch sehen muss, dass die Uni Oldenburg mal gegründet worden war als pädagogische Hochschule, dann seit den 70er Jahren eben einen Weg genommen hat als Reformuniversität mit einer sehr starken Lehrerausbildung, die sie ja heute auch immer noch sehr gut macht, also auch einen Schwerpunkt da hat, aber sich eben in vielen Bereichen, gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen und technischen Bereichen, eben deutlich weiterentwickelt hat. Und da muss man jetzt eben darauf achten, dass die Medizin nicht sozusagen ein zu großer Schluck aus der Pulle wird, um die Verschiebung eben sehr schnell zu machen, sondern dass das auch in den Mengen geht, die wirklich verträglich sind. Damit das Gesicht der Uni sich auch vernünftig sozusagen entwickeln kann. Ja, okay. Nun gab es ja bei den Oldenburgern die so eine Anfangsinitiative, will ich mal formulieren. Da hat man ja gesagt, wir wären bereit, wir Oldenburger, auch das Laborgebäude zu finanzieren. Und das könnte dann ja das Land mieten. Das ist ja vom Tisch gekommen. Warum eigentlich? Das ist doch ein ganz reizvolles Modell, privat finanziert. Genau, da hat es viele Gespräche darüber gegeben. Auch das Problem ist eben, dass man nicht zufällig ein Laborgebäude baut. Also die Laborgebäude, das sind ja Spezialgebäude, die sind eher sehr komplex. Und ich glaube nicht, dass das ein Architekt irgendwie in der Schublade hat.
Das Land darf solche Gebäude dann nicht einfach so anmieten, weil sie zufällig gerade da sind, sondern wir müssten das über eine Ausschreibung machen. Und dann kommen wir sozusagen in vergaberechtliche Problembereiche rein. Deswegen kam das nicht zum Tragen. Bei Bürogebäuden ist das manchmal was anderes, weil die sind halt eben sozusagen am Markt auch variabel vorhanden. Da kann man das nehmen, was dann sozusagen angeboten ist. Bei Laborgebäuden geht das ebenso nicht. Das heißt, wir müssen es selber bauen. Und wenn man sozusagen auf öffentliche private Partnerschaften reflektieren wollte, die sind eben nicht möglich, leider nicht möglich, muss ich dazu sagen, weil das Reglement der Landeshaushaltsordnung das nicht hergibt. Weil sie müssen in einem sehr aufwendigen, fast 2 Jahre dauernden Verfahren nachweisen, dass sie mit diesem ÖPP günstiger sind, als wenn es das Land selber bauen würde. So, und die Zeit haben wir nicht und deswegen haben wir auch das gleich ausgeblendet und gesagt, das geht nicht. Okay. Sind Sie ja zuständig mit Oldenburg für 3 Medizinstandorte nach Oldenburg, Hannover, Göttingen. Gibt es da auch so ein bisschen Eifersüchteleien von den beiden schon längere Zeit etablierten Medizinstandorten Göttingen, Hannover in Richtung Oldenburg? Ja, nein, also Eifersüchteleien nicht. Also Hannover und Göttingen sind ja deutlich größer. Hannover hat 1600 irgendwas Betten und Göttingen auch. Beide sind etablierte Standorte, die ja auch ein gewisses Alter haben. Also Göttingen eben noch viel älter als Hannover. Hannover ist die einzige allein existierende medizinische Fakultät in Deutschland. Und die sehen Oldenburg nicht als Konkurrent. Also sie sehen natürlich schon, dass auch Geld da ausgegeben werden muss. Ja, das geht auch nicht anders. Sie haben aber akzeptiert, dass das, was in Oldenburg geleistet wird und das, was beispielsweise die KN-Notbank sehr gut auch weiterführt bzw. auch neu entwickelt, dass dieses Studium eine hohe Qualität hat. Das zeigen ja auch die Abschlüsse. Die Absolventen hier, die sind diejenigen mit den besten Abschlüssen in Deutschland, sind unter den ersten 3. Und das ist schon auch ein Fund, mit dem die Medizin in Oldenburg wuchern kann. Und das zeigt auch, dass die Kooperation der Krankenhäuser mit der Universität deutlich besser geworden sind. Wir arbeiten jetzt gerade mit den beteiligten Krankenhäusern daran, die Governance-Struktur insgesamt jetzt vernünftig rund zu machen, weil auch der Wissenschaftsrat uns das aufgegeben hat. Deswegen habe ich zusätzlich auch einen wissenschaftlichen Beirat noch etabliert an der European Medical School, damit das auch sozusagen noch runder geformt werden kann und genau wie Expertise eben auch von außen haben bei der Begleitung der Großwerdung sozusagen der Medizin in Oldenburg. Und das hat sich bisher auch ganz gut bewährt, weil Reto Weiler, der das leitet, dieses Gremium, berichtet auch gelegentlich davon, dass eben auch die Diskussion da deutlich eben der Medizin helfen, auch die Universität, bestimmte Dinge, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat, auch zu erkennen und auch sich in Entwicklungen einzugeben. Und ich glaube, dass Oldenburg da auch mit den Forschungsschwerpunkten, die sie haben, in der Hörforschung bzw. in der Neurosensorik und in der Versorgungsforschung, dass sie damit einen sehr guten Beitrag in der Gesamtmedizin in Niedersachsen auch leisten. Nun haben wir, so hat das kürzlich auch, glaube ich, der Marburger Bund mal dargestellt, jetzt schon einen Ärztemangel, auch in unserer Region. Man spricht da ja von um die 700. Und jetzt in der Pandemie wird ja auch spürbar, wie wichtig es ist, ausreichendes Personal in allen medizinischen Feldern vorhanden zu haben. Wirkt da mehr oder weniger auch verbessernd die European Medical School? Also auf jeden Fall hilft es dazu bei, dass mehr Medizinstudierende an den Start gehen. Wir haben ja bis heute 130 zusätzliche Studienplätze insgesamt geschaffen in Niedersachsen. Wir wollen eben auf 200 kommen und das werden wir wahrscheinlich auch hinbekommen bis zum Ende der Legislaturperiode. Die Frage ist nur, ob wir einen Ärztemangel haben oder eine falsche Verteilung der Ärzte. Darüber geht ja der Streit und die Gesundheitsminister beurteilen das teilweise etwas anders. Die Wissenschaftsminister, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Gott, jetzt kommt mir der Name nicht, aber ist egal, haben schon festgestellt, dass wir eigentlich eher eine Fehlverteilung haben. Und da muss man an die Selbstorganisation auch nochmal appellieren, zu gucken, wie die Verteilung eben von Ärztinnen und Ärzten in der Fläche besser funktioniert. Weil nur in Ballungszentren nützt uns das auch nicht viel, sondern wir müssen auch in die Fläche gehen. So, und ja, wir brauchen mehr Studienplätze, das ist das eine, das machen wir. Auf der anderen Seite muss aber auch das Verteilen funktionieren. Ja, und eins vielleicht noch dazu, weil man ja immer glaubt, wir machen jetzt mehr Studienplätze und morgen haben wir mehr Ärzte. Das ist nicht so. Das Studium dauert und bis jemand rauskommt, auch bis zu 10, 11 Jahre.
eben weil die Vertiefungsrichtung der Facharztausbildung eben einige Zeit noch in Anspruch nimmt. Und das ist eben eine weitere Herausforderung in der ganzen Stelle. Ja, ich glaube, da müssen Sie wahrscheinlich ganz schön ausbalancierend auch zwischendurch tätig werden. Ja, also es gibt keine schnelle Antwort darauf. Ne? Also ja. Doch, eine schnelle Antwort gibt es, aber es gibt keine schnelle Abhilfe sozusagen, ja. So muss man es sagen. Und das braucht Zeit und das System, also man kann es nicht sozusagen über nur mehr Studienplätze lösen, sondern man muss eben, wie gesagt, die Verteilungssymmetrie sich angucken, man muss viele andere Dinge sich anschauen, weil alle die wir jetzt anfangen auszubilden, wie gesagt, die werden im Jahre 2030 und folgende dann erst fertig sein. Aber die 10 Jahre dazwischen müssen wir ja auch überbrücken. Und deswegen muss man auch an die Selbstverwaltungssysteme da appellieren, zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich auch gemanagt. Ja, und das ist die schwierige Aufgabe wahrscheinlich. Okay, gehen wir mal noch mal zu einem etwas anderen Thema her. Sie haben ja kürzlich einen interessanten Vorschlag gemacht. Und zwar haben Sie ausgesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, man könnte in Oldenburg auch ansiedeln den Studiengang Meteorologie. Weil, so ist das bei mir angekommen, Hannover hatte dazu keine Lust mehr oder lohnt sich nicht mehr, um das mal etwas deutlicher zu sagen, oder wollen andere Schwerpunkte setzen. Und da haben Sie mehr oder weniger zügig in die Debatte geworfen, dann nach Oldenburg. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Sachstand? Ja, der Senat der Leibniz-Universität hat das Konzept, was das Präsidium vorgelegt hat, in wesentlichen Teilen beschlossen. Das heißt, dass nicht das Institut für Meteorologie und Klimatologie geschlossen wird, sondern dass der Studiengang, der Bachelorstudiengang, auslaufen wird. Das heißt, der wird eingestellt. Das Problem ist bei diesem Studiengang gewesen, dass sie mit 35 Studierenden angefangen haben und am Ende sind 5 rausgekommen. Und dieses Verhältnis, das ist schlecht, das ist absolut schlecht, weil sie zu viel Geld unterwegs verbrennen für zu wenig, was rauskommt. Und deswegen ist der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir müssen die gesamte Meteorologie abbilden in Niedersachsen. Wir machen das ja an 2 anderen Standorten, Oldenburg und Braunschweig, sowieso schon. Also Braunschweig hat einen Schwerpunkt bei Zukunft der Stadt oder Stadt der Zukunft. Also alles, was sich im städtischen Bereich mit Klima abspielt, bis hin eben zu der Auswirkung von Luftfahrt und Klima. Und Oldenburg hat einen sehr ausgewiesenen Expertise in der Frage, was alles mit Küste zu tun hat. Also Spiekeroog ist ja unser Außenstandort in der Frage. Und eben auch bei Windenergieforschung, auch da spielt Meteorologie eine ganz große Rolle. Sodass wir eben auch hier in Oldenburg ein Masterangebot schon haben. Und wir haben ein Masterangebot in Braunschweig und wir haben ein Masterangebot in Hannover. Sodass wir jetzt überlegen, wie wir vor diesen Voraussetzungen her die Kernelemente von Meteorologie erhalten, aber sie sozusagen so verschränken, dass sie über 3 Standorte hinweg auch gemacht werden können. Und da würde sich eben jetzt auch neu das Online-Modul anbieten, dass wir sagen, wir bieten ein Online-Modul im Bachelor-Studiengang an, wo man an allen 3 Standorten sozusagen einsteigen kann. Dann sind die Zahlen deutlich besser und sie können Vertiefungsrichtungen in den Mastern, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, auch wählen. So, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, auf einer ganz richtigen Ebene unterwegs, weil wir dann sozusagen auch das meteorologische Vollangebot haben. Und zusätzlich können wir dann auch die Anknüpfungspunkte an andere Standorte, wie zum Beispiel die Christian-Albrechts-Universität in Kiel oder eben auch das große Forschungszentrum in Hamburg, sicherstellen, sodass wir sozusagen eine norddeutsche, vernünftige Lösung dann haben. Und was würde das für Oldenburg bedeuten? Mehr Professorenstellen, oder? Nee, das würde erstmal jetzt keine Professorenstellen bedeuten, sondern es würde quasi eben nur bedeuten, dass wir in diesem System eine Zusammenarbeit zwischen Oldenburg, Hannover und Braunschweig organisieren würden wollen, auf einer online-basierten Plattform, die auch möglich ist. Also das gibt es an anderen Stellen auch und das wäre eben eine neue Qualität und für Studierende durchaus auch ganz interessant, eben auch weitere Möglichkeiten zu finden, in welche Vertiefungsrichtung wollen sie denn eigentlich mal gehen. Und das wird jetzt aber im Moment gerade diskutiert, da wird es im nächsten Jahr Gespräche geben, aber ich bin ziemlich optimistisch, dass das auch gelingt. Oh, schön. Nun wollen wir vielleicht mal das Gebiet Universität mal eine Zeit lang verlassen, denn jetzt auf ihr zweites Standbein kommen, nämlich Kultur. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es mit der Kultur, der Kreativwirtschaft, ja, weiß Gott, nicht so ganz einfach. Theater geschlossen, keine kulturellen Veranstaltungen, die Veranstaltungsbranche liegt am Boden und so weiter. Und da besonders trifft dieses Thema ja
auch, glaube ich, die Solo-Selbstständigen. Aber so ganz generell, wie kommt das so bei dem Minister für Kultur an, was sich jetzt so in der Kultur nicht mehr tut, was sozusagen jetzt, ich hoffe, nur zeitbezogen weggebrochen ist? Ja, das ist eine große Hypothek. Also wir Menschen leben von Interaktion, dadurch, dass wir uns begegnen können, dadurch, dass wir etwas gemeinsam gestalten können, dass wir anderen Menschen eine Freude bereiten können. Und dazu ist natürlich Kultur einer der wesentlichen Beiträge in seinen ganz unterschiedlichen Ausformungen. Und das tut mir persönlich weh, weil ich weiß, dass die Künstlerinnen und Künstler und viele, die in diesen ganzen Genres unterwegs sind, wirklich leiden darunter, dass sie nicht arbeiten dürfen. Und wir haben mit vielen Gespräche geführt, es fließen regelmäßig Tränen, ob am Telefon oder in Videokonferenzen oder auch bei Begegnungen auf Abstand. Und das ist eben kein schönes Erleben. Und ich finde, viele versuchen noch sehr gute Angebote zu machen über Streamingdienste, über Online-Angebote und eben alles Mögliche. Auch das Staatstheater hier in Oldenburg macht eine ganze Menge oder eben auch viele freie Theater, auch hier in der Stadt Oldenburg, aber auch drumherum. So im Rahmen eben dessen, was gerade noch unter diesen Corona-Bedingungen möglich ist. Und wie gesagt, es ist für mich auch sozusagen eine körperliche Belastung, wenn man sieht, wie diese Menschen darunter leiden und auch teilweise zerbrechen, weil sie brechen uns ja wirklich weg. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Viele haben eine Vorstellung gehabt von ihrem Leben, die sie nicht so durchführen konnten. Ich weiß, dass viele sagen, naja, die sollen sich nicht so anstellen. Aber das ist eben, wenn sie dafür leben, also dass sie dafür leben, sich, aber auch anderen Menschen eben eine Freude zu machen, ihnen was zu geben aus sich heraus, dann ist das quasi wie eine Amputation. Also es wird einem was weggeschnitten und das tut weh. Und deswegen, wie gesagt, leide ich da mit. Und das hilft den Kulturschaffenden nicht, das weiß ich. Aber wir haben kleinere Programme aufgelegt, die durchaus wirken. Also wo wir auch merken, der Zuspruch ist da, es wird abgerufen. Aber am Ende ist eben Geld auch nicht alles, sondern die Menschen wollen spielen, sie wollen für andere da sein und sich präsentieren. Naja, sie können sich nicht mehr selbst verwirklichen. Im Grunde kommt das ja bei den Betroffenen an wie eine Art Berufsverbot, ne? Ja, es ist faktisch eben genau so, wie es ankommt. Es gibt zwar kein Berufsverbot, aber eben keine Möglichkeit aufzutreten. Und das ist natürlich eben genau das Problem. Also es fehlt sozusagen die Interaktion, es fehlt auch der Applaus, das muss man auch sagen, auch das gehört dazu. Und sagen wir, die sich jetzt sozusagen tatsächlich eben in soziale Medien geflüchtet haben und dort Angebote machen, kommen damit zurecht. Aber es ist eben doch was anderes. Ja, und nun sind ja in der Kulturszene die Beteiligten unterschiedlich betroffen. Wenn ich mal so sehe, staatliche Theater, okay, die bekommen ja nach wie vor noch ihre finanziellen Mittel und die können sich über die Zeit dadurch natürlich relativ ordentlich hinwegretten. Aber schlecht sind ja die Solo-Selbstständigen dran, die für sich als Einzelperson tätig sind. Und da haben wir eine Person, er heißt Benjamin Sohl, mal gesprochen und ihn berichten lassen über seine Situation jetzt, wie es so bei ihm aussieht und wie sein Gefühlsausdruck. Das werden wir jetzt gleich in dem Filmbeitrag mal sehen. Und dann können wir mal anschließend mal gucken, was wir hier und dazu noch beleuchten wollen nach dem Film. Dass Benjamin Sohl so viel zu Hause ist, ist für den Backliner total ungewohnt. Normalerweise ist er ganz viel mit Künstlern und Bands auf Tour in Deutschland und in aller Welt. Er betreut die Instrumente als eine Art Orchesterwart. Die großen Acts sind Udo Lindenberg, Peter Maffay, Tito und Tarantula aus den USA. Ich war mit Leonard Cohen weltweit unterwegs. Peter Hebner, Adel Tawil, Sarah Brightman. Also man kann es quer durch die deutsche Musikszene und international sehen. Mit Udo Lindenberg wäre Benjamin Sohl auch dieses Jahr auf Tour gegangen. Wie schon seit vielen Jahren kümmert er sich dann auch um das Schlagzeug von Bertram Engel. Doch sämtliche Aufträge wurden Corona-bedingt gecancelt. Und da er keinen festen Arbeitgeber hat, hat er auch kein Angestelltenverhältnis. Ja, ich bin einer von diesen typischen Solo-Selbstständigen, über die die ganze Zeit geredet wird. Und das bedeutet halt, dass ich im Grunde meine Arbeitskraft verkaufe, tageweise, für eine Tournee. Und ich habe halt keine große Firma, kein großes Lager. Ich habe einen kleinen Lagerraum, wo ich meine Sachen drin habe, was sich aber jetzt auch nicht unbedingt groß bemerkbar macht.
So, also ich habe halt keinen großen Fuhrpark, ich habe keinen großen Technikpark. Das, was ich betreue, sind die Instrumente der Musiker. Und die Musiker rufen dann mich speziell an, weil sie mir vertrauen und wissen, dass ich ihr Instrument gut behandle. Und die bringen das Instrument mit. Ich kümmere mich die Zeit darum, dass es immer spielbereit ist. Ja, insofern bin ich halt so ein Solo-Selbstständiger. Und Solo-Selbstständige haben es in diesen Tagen besonders schwer. Seit März hat Benjamin Johl einen Tag gearbeitet. Und das, obwohl sein Kalender ohne Corona ursprünglich komplett voll war. Eine finanzielle Katastrophe. Aktuell lebe ich von meinen Rücklagen. Ja, das ist das. Die brauche ich auf. Eine Show habe ich gemacht. Davon kann man vielleicht mal irgendwie Monat, zwei Monate die Miete bezahlen, aber den Kühlschrank möchte man ja auch noch gerne voll machen. Insofern ist das im Augenblick sehr schwierig. Jetzt kann man sich fragen, warum er nicht einfach einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt hat. Schließlich wurden die von der Politik bereitgestellten Mittel nicht mal alle abgerufen. Das heißt nicht, dass sie so umfangreich waren. Das heißt einfach, dass sie so nicht zutreffend für die Leute waren, dass die Mittel nicht abgerufen wurden, weil der Bedarf ist vorhanden und die Mittel sind da. Es gibt nur keine Möglichkeit für die Leute, die die Mittel brauchen, die Mittel abzurufen. Das ist die Problematik. Weil halt so Solo-Selbstständige wie ich habe halt, wie gesagt, keinen großen Betrieb, aber ich habe meine Lebensunterhaltskosten, die ich irgendwie bestreiten muss. Aber das wird natürlich von diesen staatlichen Förderungen ausdrücklich nicht beglichen. Das ist die Problematik. Benji, wie Benjamin Johl in der Szene genannt wird, gehört zu denjenigen, die aufgefordert wurden, doch Hartz IV zu beantragen. Das ist für jemanden, der seit 25 Jahren ein festes Einkommen hat, nie auf staatliche Mittel angewiesen war, bitter. Auch wenn für die Solo-Selbstständigen derzeit eine vereinfachte Prüfung gilt, sich plötzlich auf die Bürokratie des Jobcenters einzulassen, eine Herausforderung, der er bisher aus dem Weg gegangen ist. Zumal die sogenannte vereinfachte Regelung bisher nur bis zum 31.12. gilt. Danach tritt, wenn keine Ersatzregelung kommt, die normale Regelung mit Vermögensprüfung in Kraft. Dann müsste Benji wohl auch seine eigenen Musikinstrumente verkaufen. Doch es gibt Hoffnung. Die Möglichkeiten sind noch halt diese Überbrückungshilfe 2, die jetzt kommt, zu beantragen. Dann wurde ja für November diese 75% des Vorjahres Umsatzes im November, die man beantragen kann, wo es jetzt aber auch noch keine Informationen gibt, wie und wo man das beantragen kann. Vermutlich läuft das so, wenn man die Überbrückungshilfe 2 beantragt hat, dass man dann automatisch dieses beantragen kann. Aber wer die Überbrückungshilfe 2 noch nicht beantragt hat, ist natürlich dann, steht wieder vor einem riesen Bürokratieberg. Und Bürokratie ist das, was für jemanden wie Benjamin Johl eher fremd ist. Natürlich macht er jedes Jahr seine Steuererklärung und für ihn ist es unbegreiflich, warum er sich jetzt durch neue Anträge kämpfen muss, obwohl der Staat alle Informationen zu seinen Einkünften hat. Schwupps, den Steuerbescheid vom letzten Jahr eingereicht, zusammen mit einem formlosen Antrag, kein Problem aus seiner Sicht. Doch so einfach ist das mit der Corona-Soforthilfe eben nicht. Jetzt muss er sich erstmal einen Anwalt oder Steuerberater suchen, der für ihn den Antrag stellt. So sind die Vorgaben. Bürokratie par excellence, so ist das in Deutschland. Mit seinen Sorgen ist Benjamin Johl nicht alleine. So wie viele Menschen aus der Kreativbranche hat auch er sich der Initiative Kulturgesichter sowie Alarmstufe Rot angeschlossen. Eine gemeinsame Stimme mit anderen zu haben, um gegenüber der Politik aufzutreten und nicht unterzugehen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, Herr Tumlo, das war einer von wahrscheinlich vielen Solo-Selbstständigen. Wie kommt das so bei Ihnen an, was uns Herr Sohl gerade versucht hat zu erklären? Ne, das ist, also er haut sozusagen auf den richtigen Punkt. Okay. Weil natürlich sind wir nicht unbürokratisch. Also dieses Land kann das auch gar nicht.
Das liegt eben an diesen komplexen Regelungen, die wir irgendwie geschaffen haben. Und deswegen wird ja bei Entbürokratisierung gern auch darüber gesprochen. Aber ich sage dann immer, wenn man darüber spricht, wird es morgen schlimmer. Also von daher ist das eben auch sozusagen nur ein schwacher Trost. Aber der Punkt ist ja eben auch, wenn man sagt, ja, die Daten sind ja alle da. Aber da sind wir schon bei den Daten. Also ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer dafür, dass diese Datenregelungen, die wir haben, die übrigens jetzt auch bei Corona uns ja irgendwie völlig im Weg stehen, dass wir die mal auch neu bewerten und sagen, also Leute, so geht das doch gar nicht. Was schützen wir und wen schützen wir vor was eigentlich? So, wir brauchen ja nur mal in das weite Rund Europas zu schauen, also in den baltischen Staaten, insbesondere in Estland oder wenn Sie nach Finnland schauen, dann ist das genau umgekehrt diskutiert. Das heißt, die Daten, die man hat, das sind die persönlichen Daten. Das sind Ihre Daten, meine Daten oder die von einem Dritten. Und Sie bestimmen darüber, wer über diese Daten verfügen darf. Das heißt, Sie entscheiden, ob das Amt XY mit diesen Daten entsprechend auch arbeiten darf, beziehungsweise ob die das weitergeben dürfen. Und wenn wir da erstmal wäre, dann hätten wir da an dieser Stelle schon mal eine große erhebliche Erleichterung, weil das Suchen eines Steuerberaters, der den Antrag dann stellt, was vorgeschrieben ist bei der Überbrückungshilfe 2 und auch 3, ist natürlich eben auch ein Problem, weil ich meine, die machen es ja auch nicht umsonst, ehrlich gesagt. Zweitens sind die auch völlig überlastet. Und das ist eben quasi eben eines der Erkenntnisse, die wir auch in dieser Krise jetzt haben, dass wir sagen, wir brauchen eine neue Form des Zusammenspiels hier. Das heißt, wir beschäftigen uns gerade gedanklich damit, ob man nicht auch ein Sozialsicherungssystem für Solo-Selbstständige aufbauen muss, in dem natürlich eingezahlt wird, wie das jetzt bei der allgemeinen Arbeitslosenversicherung ja auch ist, und das zu gestalten, weil für viele Solo-Selbstständige, die fallen eben immer quer durch jedes Raster durch. Und beschrieben worden ist ja im Beitrag auch zu Recht, wenn man guckt, der Umsatz im November 2019. Es gibt Künstler, die haben im November 2019 keinen Umsatz gehabt. Deswegen hat aber, das muss man dazu sagen, der Gesetzgeber klugerweise gesagt, dann gilt eben der Jahresumsatz 2019. Und das ist auch geregelt, nur da muss man erstmal hinkommen. So, und weil erstmal kommuniziert worden ist, im November 2019 wird sozusagen als Maßstab genommen zur Auszahlung für dieses Jahr. So, aber der weitere Punkt ist, das gesamte Umsatzvolumen des Jahres 2019 spielt dann eine Rolle bei solchen Künstlern. Man hat dann Ausweichmöglichkeiten, genau, um das zu gucken. Aber auch da brauchen Sie wieder einen Steuerberater für, der Ihnen das dann alles fertig macht. Warum kann er das nicht selber beantragen? Das hat der Bund so vorgegeben in seinem Reglement und da sind wir nicht weiter gefragt worden, sondern der Bund hat das gemacht. Das ist eine Bundesregelung, genau. Wir in Niedersachsen hatten bis März eine andere Regelung, die war auch viel einfacher. Die Anträge konnten bei der N-Bank gestellt werden. Alle Solo-Selbstständigen waren unter diesem Programm mit dabei und es funktionierte bis eben Ende März und dann galt eben die Bundesregelung. Und der Bund hat gesagt, die Solo-Selbstständigen müssen dann in die Grundsicherung, was ich persönlich für immer schon nicht richtig gehalten habe, sondern nach meinem Dafürhalten hätten wir schon viel früher über den fiktiven Unternehmerlohn reden müssen. Den muss aber auch der Bund machen, weil die Länder dafür auch gar nicht die Möglichkeiten haben. Das muss einheitlich in Deutschland sein. Und wir haben zumindest jetzt mit der Überbrückungshilfe 2 diesen Einstieg in diesen fiktiven Unternehmerlohn geschaffen, dass man sagt, wir anerkennen ja, dass die Solo-Selbstständigen eben tatsächlich Unternehmer sind und dass sie für sich arbeiten, also sie machen das für ihren Unterhalt und wollen sie auch nicht sozusagen in der Grundsicherung eigentlich haben. Und da ist auch eben genau das Problem, die Grundsicherung ist vereinfacht gewesen. Viele Ämter, die das aber anwenden sollten, haben das gar nicht gemacht, sondern sie haben sozusagen immer noch die Bedarfsprüfung laufen lassen, weil sie der Auffassung waren, das müssen wir doch trotzdem machen. So, okay. Und da ist das Problem. Und in vielen anderen Bundesländern, wo man eigene Systeme gemacht hat, ist es jetzt eben am laufenden Meter zur Rückforderung gekommen, was ja die Solo-Selbstständigen zusätzlich belastet. Das heißt, sie haben schon keine Einnahme, sie haben Geld bekommen, sie haben das Geld ausgegeben und jetzt sollen sie es auch noch zurückzahlen. Mhm. Und das macht natürlich die Situation doppelt schwierig. Deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen ein Programm, was dazu führt, dass wir nicht direkt die Solo-Selbstständigen bezahlen, aber ihnen die Möglichkeit der Auftritte geben. Das heißt, wir vereinbaren mit soziokulturellen Einrichtungen zum Beispiel, also wie jetzt hier in Olmütz die Kulturetage, Möglichkeiten der Förderung, wo der Künstler 100% des Geldes bekommt, was von uns kommt, die Einrichtung die Einnahmen behalten kann und entsprechend eben beide Seiten eine Win-Win-Situation haben. Ja, aber das kann er ja erst nach Corona wahrscheinlich machen, oder? Genau, deswegen ist das Programm so angelegt, dass das beantragt werden kann bis zum 28. Februar und abgespielt werden kann das dann bis zum 31. Dezember 2021.
sodass wir eben sagen, langer Zeitraum, lange hinkommt und es wird in dieser Zeit doch dann irgendwie auch wieder möglich sein. Das wäre dann eine Landesregelung? Das ist eine Landesregelung, okay. Mhm. Die auch sehr gut nachgefragt ist. Also das Programm ist faktisch eigentlich schon fast ausgebucht. Aber es gehen immer noch ein paar Sachen, sind durchaus noch machbar. Okay. Und was ist mit dem Überbrückungszuschuss? Muss der zurückgezahlt werden? Also so wie der Bund gesagt hat, muss der nicht zurückgezahlt werden, sondern er ist sozusagen eine Einmalhilfe des Bundes, um quasi für die Soloselbstständigen auch zu sein. Der Bund überlegt jetzt auch, ob er noch eine weitere Überbrückungshilfe macht. Die sieht dann aber etwas kleiner aus. Das sind 5.000 Euro, die quasi eben gewährt werden sollen. Aber die wären dann auch nicht anrechenbar, sondern die sind sozusagen so als Morgengabe. Muss auch nicht zurückgezahlt werden. Okay. Und das heißt, man könnte hier so einem Herrn Sohl empfehlen, beispielsweise einlassen mit der Kulturetage, um dann von dem Landesprogramm zu profitieren. Genau, also es ist ein Programm, wo Soloselbstständige eben, also Kulturangebote machen können, also ob Musik, Theater, keine Ahnung, alles Mögliche. Entsprechend dieses Programm erstellen und sagen, so, das ist die Einrichtung, mit der machen wir das, oder sie machen eine Tournee oder keine Ahnung, also es gibt ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, und dann kann das eben bis zu 100% aus unseren Mitteln finanziert werden. Okay. Also Höchstgrenze sind 30.000 Euro pro Förderfall und eben die Zahlung ist dann bis zu 100%. Mhm. Ja, denn ich habe manchmal so den Eindruck, das, was Sie gerade sagen, Herr Tümmler, wissen wahrscheinlich gar nicht so genau die Solo-Selbstständigen. Die haben, glaube ich, eine andere Situation als beispielsweise größere Firmen. Die sind organisiert in Verbänden und so weiter. Die haben im Hintergrund immer irgendwelche Institutionen, Gruppierungen, die für sie diese Regelungen handhabbar machen. So, und so ein Solo-Selbstständiger, der tummelt sich alleine rum. Ne? Also es gibt Organisationen, die kümmern sich auch drum, wo auch die Informationen fließen. Auch jetzt diese Zusammenschlüsse über Alarmstufe Rot und andere, die sich im Kulturbereich oder im Künstlerbereich gebildet haben, die werden auch mit Informationen versorgt. Also wir reden auch mit denen regelmäßig. Wir haben dann ein Schalten, wo wir das also auch klären und auch besprechen und denen auch sagen, wo sie sich hinwenden sollen. Da wir aber auch, wie gesagt, in einem bürokratischen System leben, haben wir mal eine Richtlinie gemacht, die war mal 5 Seiten. Nachdem wir sie wiedergekriegt haben, waren es 10 Seiten. Und daran können Sie schon sehen, es geht nicht einfach, sondern es ist immer ein bisschen komplex. Aber entscheidend sind sozusagen immer die ersten 2, 3 Seiten, wo das Wesentliche drin steht. Der Rest ist dann auch schön, aber nicht zwingend notwendig. Dann haben Sie, glaube ich, kürzlich 1 Million aus Ihrem Wissenschaftsetat bereitgestellt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, für verschiedene Zwecke? Also wir stellen laufend irgendwelches Geld bereit. Ja. Also wir haben jetzt Geld gerade gegeben für soziokulturelle Einrichtungen. Genau, das meine ich, für kleinere kulturelle Einrichtungen. Ja, genau. Aber das trifft nicht so den typischen Selbst. Das sind die kulturellen Einrichtungen wie Kulturetage, Theaterhof 19 und so weiter wahrscheinlich. Genau, das sind also vor allem in der Fläche Einrichtungen, die entsprechend dann Investitionsmittel beantragen können für ganz unterschiedliche Sachen, also Bühnentechnik oder was alles so ansteht. Ja. Genau. Okay. Denn insgesamt, denke ich, muss man doch die Sorge haben, wenn die Pandemie denn nun mal endlich abgeklungen ist, dass etwas unwiederholbar weggebrochen ist in der Kulturszene. Ja. Und da ist ja gerade in den letzten Jahren, glaube ich, mit viel Kreativität viel Neues geschaffen worden. Ja, ja, also man muss auch sehen, also die Solo-Selbstständigen sind ja per se nicht nur selbstständig, sondern sie haben möglicherweise auch noch eine andere Beschäftigung und machen eben auch diesen Job. Also das heißt, sie haben nicht nur einen, sondern eben auch 2, 3 oder mehrere Jobs. Und viele haben mir geschrieben und gesagt, also das war es dann mit der Kultur, ich gehe jetzt sozusagen in die andere Richtung. Ich finde es schade, aber so ist es dann eben. Und die Gefahr sehe ich eben auch, dass uns da viele Leute da nicht wegbrechen, aber dass sie sozusagen eben in eine andere Richtung sich entwickelt haben und sagen, also mit Kultur bin ich durch, ich mache da nichts mehr. Ja, und das wird im Veranstaltungsangebot sicherlich irgendwann auch merkbar werden. Ja, das denke ich auch. Okay. Gibt es denn bei Ihnen im Ministerium irgendwie so Ansprechstellen für die Solo-Selbstständigen? Denn sagen wir so, die Theaterlandschaft, die sind wahrscheinlich organisiert in irgendwelchen Gruppierungen, aber so die Vielzahl der Solo-Selbstständigen, jeder tummelt sich ja ganz alleine rum. Genau, also wir haben eine Homepage, ja. Wir haben auch eine Homepage und auf der Homepage ist auch eine Hotline-Nummer drauf, wo man anrufen kann.
Und die wird auch relativ gut nachgefragt. Also das heißt, die Mitarbeiter haben da relativ viel zu tun und die beraten auch eben. Ansonsten die Landschaften und Landschaftsverbände, die sind, also jetzt in Olmo, speziell die Olmosche Landschaft, die sind bis zu 8.000 Euro bei den Förderungen mit dabei und stehen auch für Beratungen eben zur Verfügung. Okay, da kann sich so ein Solo-Selbstständiger direkt an die Olmosche Landschaft zum Beispiel wenden. Genau, und wenn sie da nicht weiterkommen, werden sie auch entsprechend weitergeleitet. Gut, dass ich das sage. Ihnen mal so einen Schritt weiter zum Bereich Forschung. Forschung bei der Pandemie, denke ich, ist neben der Kultur auch nicht so ganz einfach. Nicht? Denn an den Unis haben wir, wie schon mehrfach berichtet, keine Präsenzveranstaltungen, auch im jetzt laufenden Semester nicht. Universitäten sind geschlossen. Nee. Aber zumindest für die Präsenzvorlesung geschlossen. Nicht? Ja, nein. Ja. Ja, okay. Warum jein? Ja, wir haben also die Universitäten sind oder wir haben die Universitäten so gestellt, dass sie alleine entscheiden können, wie sie auf die Lage reagieren. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, es ist immer blöd, aus Hannover vorzugeben, wie das in Oldenburg oder in Emden oder in Osnabrück oder in Göttingen ist. Die Hochschulen kennen ihre Situation besser. Sie können auch besser entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und die meisten Hochschulen haben jetzt man kann sagen, alle Hochschulen haben jetzt auf Digitallehre wieder umgestellt. Richtig, ja. Die einzige Form von Präsenz, die stattfindet, ist das, was in Laboren stattfinden kann und muss. Okay. Das ist auch bewusst deswegen, weil Sie Forschung angesprochen haben, weil wenn wir nämlich die Hochschulen zugemacht hätten, also wenn wir sie geschlossen hätten, dann hätten wir auch die Labore schließen müssen und das geht nicht. Also wir brauchen die Laborkapazitäten und Labore eben auch für weitere Forschung, die ja jetzt nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun hat, sondern auch mit anderen Bereichen. Und deswegen können wir sie nicht zumachen. Aber wie gesagt, der Betrieb als solches ist quasi verlagert worden in die Digitalität. Und die Forschungseinrichtungen arbeiten aber weiter. Das ist ganz wichtig. Aber so häufig hört man ja so Land auf, Land ab. Schulen sind nach wie vor auch mit anderen Regularien in Betrieb. Aber die Präsenzvorlesungen gibt es nicht mehr. Hätte man da nicht so etwas Ähnliches machen können wie bei dem Schulbetrieb? Nee, also das funktioniert in Unis nicht, weil sie da sie sind ja auf sehr engen, geballten Raum, sehr viele tausend Leute. Und wenn sie die quasi dort alle frei laufen lassen, die kriegen da nie Kohorteneinteilung rein. Sie kriegen da nicht die Disziplinen rein, die sie an Schulen bekommen, weil die Systeme viel zu groß sind, zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, die Hochschulen, wie gesagt, sollen selber entscheiden. Die meisten Hochschulen haben so ein Ampelsystem eingeführt, grün, gelb und rot. Also rot heißt, wir gehen komplett wieder auf den komplett digitalen Bereich. Gelb ist, wo man so einen Hybridbereich hat. Das heißt, es finden eben Vorlesungen statt oder auch Seminare. Und ein Teil ist ins Netz verlagert worden. Und bei grün wäre halt eben alles ist wieder sozusagen in Präsenz. Und damit arbeiten die Hochschulen sehr gut, haben sehr gute Erfahrung. Wir haben es ja Gott sei Dank hingekriegt, dass für viele Erstsemester das Studium zumindest ein bisschen mehr wie auch Hochschule sich anfühlte. Das heißt, sie konnten tatsächlich eben an dieser Hochschule auch Menschen treffen, was ganz wichtig ist, auch zur Orientierung. Das ist jetzt wiederum auch alles verlagert. Aber ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann auch vernünftig, also in der zweiten Jahreshälfte vernünftig damit zurechtkommen. Denn viele Studenten befürchten ja, dass diese Videovorlesung zu einem Leistungseinbruch auch führt. Nicht jeder, je nachdem, wer einem denn da als Vorlesender begegnet. Nicht? Da gibt es ja auch, wie wir Menschen unterschiedlich sind, gibt es ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, die da so präsentiert werden. Ja, also genau, also das ist sehr differenziert. Also wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, was eben das, was die Online-Lehre angeht. Es funktioniert überwiegend sehr gut. Es gibt natürlich immer mal wieder auch Störungen, das ist klar. Also nur mal, um eine Zahl gesagt zu haben, wir haben im Sommersemester so zwischen 4.000 bis 5.000 Hörerinnen und Hörern gehabt, die an den einzelnen Seminaren in den Hochschulen teilgenommen haben. Wir haben jetzt im Wintersemester 15.000 bis 20.000. Alleine, wenn Sie das alles auf Videokonferenzen runterzoomen, dann stellen Sie schon fest, dass das eine erhebliche Belastung auch für die Netze natürlich ist. Die Hochschulen haben allerdings auch mit Hilfe von uns, wir haben 25 Millionen Euro relativ schnell zur Verfügung stellen können für den Ausbau der IT-Infrastruktur an den Hochschulstandorten und auch für die Leistungskapazität der Netze, sodass das eigentlich gesehen sehr gut funktioniert. Und die Hochschulen, also die Präsidenten und Präsidentinnen haben ja das gesagt, auch sehr zufrieden sind, dass sie an der Stelle von uns doch wirklich sehr schnell und auch sehr unbürokratisch Hilfe bekommen haben. Wir haben uns mal, Herr Tümbler, umgeschaut bei einigen Studenten hier an der Uni Oldenburg.
in Vorbereitung auf das Gespräch, was wir miteinander haben, und wollten mal wissen, wie kommt denn die jetzige Art der Lehre bei den Studierenden an? Und was gibt es aus Ihrer Sicht da zu kritisieren, zu verbessern und so weiter? Und diesen Film sollten wir uns mal anschauen, um dann anschließend mal das eine oder andere etwas näher zu beleuchten. Die Uni um kurz nach 18 Uhr. Alles ist dunkel, denn gerade hier zeigt sich, was der Lockdown bedeutet. Seminare, Vorlesungen, alles findet nur noch online statt. Doch auch wenn jungen Menschen gerne nachgesagt wird, dass sie ohnehin ständig im digitalen Raum unterwegs sind, für die Studierenden ist die Situation eine Katastrophe. Denn Kommunikation, das Gespräch miteinander, Freunde kennenlernen, aber auch Praktika und Nebenjobs sind komplett weggebrochen. Janine Diller studiert im 5. Semester Wirtschaftswissenschaften. Für sie findet seit März das Studium fast ausschließlich digital statt. Meistens, wenn das Veranstaltungen sind, die wirklich viel besucht werden, ja, ist das System halt nicht ganz so stabil. Dann hat man halt mehr technische Probleme. Aber meistens sind schon teilweise 300 Leute online mit in den Vorlesungen. Aber es gibt halt auch die Beschränkungen bei manchen Seminaren. Das ist dann halt ein bisschen schwierig für die Studierenden, weil sie dann eventuell länger studieren müssen, weil sie nicht reingekommen sind. Es ist halt ganz unterschiedlich. Denn einige Kurse sind Pflichtkurse, müssen belegt werden. Und wenn die Technik nicht funktioniert, ist das ein Riesenproblem. Hinzu kommt, dass nicht jeder Student Anspruch auf BAföG hat. Und die Studierenden, die ihr Studium durch Nebenjobs finanzieren, haben derzeit oft kein Einkommen. Diese Probleme sind Janine, aber auch Tore Eilers bekannt. Beide sind im AStA aktiv und werden täglich mit E-Mails überschüttet. Viele Studierende sind finanziell und aber auch so psychosozial momentan sehr, sehr stark von dieser Situation betroffen. Die Lehre, die ist momentan in nahezu allen Bereichen digital. Viele Studierende belastet das. Man hat zu Hause kaum Bedingungen, die man hier in der Universität findet. Man versucht, über die Runden zu kommen. Die ganzen Studentenjobs, die in der Gastronomie beispielsweise, die sind halt schon seit Wochen nicht mehr verfügbar. Und ja, viele Studierende sind momentan einfach an ihren Grenzen. Tore Eilers studiert Deutsch, Religion und Sport auf Lehramt. Tore nutzt die Bibliothek als Lernort. In der häuslichen WG ist es ihm zu unruhig. Unbegreiflich ist, warum die Öffnungszeiten extrem beschränkt wurden. Um 18 Uhr schließt die Bib. All diese Sachen können in diesem Maße nicht mehr stattfinden. Also die Studierenden müssen zu Hause lernen, weil in der Bibliothek halt nur ein Platz für eine sehr, sehr geringe Anzahl an Studierenden ist. Die Öffnungszeiten in der Bibliothek sind sehr begrenzt worden im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das Lernen für die Studierenden ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Den Dozierenden macht keiner einen Vorwurf. Also insgesamt kann man ja den Dozenten oder Professoren jetzt nicht irgendwie was negativ nachsagen. Die haben schon das Bestmögliche versucht. Man kann halt nur aus unserer Sicht sprechen. Also wir Studierenden können halt sagen, ja, in manchen Modulen hat es geklappt vielleicht, in manchen eher weniger. Ich hatte ein Modul, da wurden immer nur Sachen hochgeladen und es gab keine Erklärungen. Also die Veranstaltung wurde nicht online vernünftig halt anders dargestellt, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen war es halt mehr Aufwand. Wir müssen viel mehr vor- und nacharbeiten, vor allem die Vorlesungen. Und die Kommunikation ist oft halt dann über E-Mail mit den Dozenten. Und da muss man halt auch länger auf natürlich Antworten warten. Das ist logisch. Das ist ja wie, also wenn man jetzt hier wäre, könnte man natürlich direkt Fragen stellen. Das ist halt ein Nachteil, würde ich auf jeden Fall sagen. Finanziell werden Studierende gerade mit Hilfen nicht verwöhnt. Es gibt Soforthilfe, und zwar eine einmalige Überbrückung von 500 Euro für die, die kein BAföG bekommen. Doch sinnvoll wäre es auch, wenn die Corona-Semester nicht voll gezählt würden. Weil wer seine Regelstudienzeit überschreitet, muss normalerweise Langzeitstudiengebühren in Niedersachsen zahlen. Aber die hat der Niedersächsische Landtag Mitte Dezember ausgesetzt. Das war mal so ein Einblick, Herr Tümmler, in die Situation der Studierenden. Um das nochmal so klar zu sagen, Langzeitstudiengebühren haben Sie jetzt erstmal gestrichen. Von wann bis wann gilt diese Regelung? Nein, also die Regelung ist folgendermaßen, dass wir
jetzt beschlossen haben, gesetzlich, dass das Sommersemester diesen Jahres es wird sozusagen angerechnet für die, die angefangen haben, die kriegen eins gut geschrieben, und die, die hinten rausgeschieden sind, die kriegen auch eins gut geschrieben. Das heißt also, wer jetzt seine Regelstudienzeit überzieht, der zahlt ja nicht sofort Langzeitstudiengebühren, sondern das zahlt er ja erst nach weiteren Semestern, nämlich nach, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12. Also das heißt, er muss dann nochmal die doppelte Zeit gebrauchen. Und da hängen wir jetzt hinten sozusagen einfach eins dran, gedanklich. Das Gleiche machen wir jetzt hier im Wintersemester diesen Jahres aufs nächste Jahr. Auch da werden die Anfänger, die kriegen schon mal gleich eins gut geschrieben, und die, die wieder aufgehört haben, hinten eine Verlängerung. Und für das kommende Sommersemester in 2021 wird das auch so gemacht. Das heißt, die, die dann anfangen und die dann aufhören, die kriegen hinten auch wieder eins drauf, sodass eben niemandem eigentlich dadurch ein Nachteil entstehen sollte. Was die BAföG-Frage angeht, ist es so geregelt worden, dass die BAföG-Frage unschädlich ist. Das hat der Bundesgesetzgeber auch so geregelt auf unseren Wunsch hin. Und eben dadurch, dass wir das eine Semester jetzt sozusagen hinten drauf geben, ist die Gefahr, dass man in die Langzeitstudiengebühren hineinfallen würde, relativ gering, weil ja, wie gesagt, der Puffer dazwischen 6 Semester sind. Und das sind ja immerhin 3 Jahre. Und ich denke, da wird die Masse der Studierenden wird auf jeden Fall dann auch fertig werden. Das war als der das Gespräch geführt wurde, noch nicht so geregelt. Nicht? Deswegen hatten die... Nee, das ist ja ein Gesetz, und Gesetze machen wir ja nicht mal eben so auf Schipp, sondern das ist jetzt quasi geregelt worden im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2021, gilt aber rückwirkend seit März diesen Jahres. Gibt es denn so ein Plan bei Ihnen, wie es denn nach Corona weitergehen soll? Naja, erstmal ist ja die Frage, wann uns Corona verlässt, also wann wir die Pandemie dann zumindest gedanklich überwunden haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch sehr schwierige Tage und Wochen vor uns haben werden oder auch Monate, weil wir natürlich eben jetzt über die Weihnachtsfeiertage keine belastbaren richtigen Zahlen kriegen, weil auch die Gesundheitsämter und viele andere Stellen eben im Weihnachtsurlaub sind. Das heißt, wir werden die ersten belastbaren Zahlen wahrscheinlich wieder Anfang, Mitte Januar bekommen. Dann wird man sehen, ob die Lockdowns jetzt wirklich auch eine Wirkung entfaltet haben und dass wir dann runtergehen. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, dass die Intensivmedizin noch stärker belastet wird, als es jetzt schon der Fall ist. Wir merken auch in Niedersachsen, obwohl wir noch unter den Einäugigen der König sind, noch relativ gut dastehen. Aber wenn Sie mal jetzt auf die Zahlen in Sachsen gucken oder auch in Teilen in Bayern oder Baden-Württemberg, dann ist das schon ziemlich erschreckend. Und das, hoffe ich, bleibt uns erspart. Dann ist die Frage, wie es mit dem Impfen geht. Weil, wie Sie gelesen haben, die Impfdosen sind überschaubar, die ersten, die kommen werden. Wir hoffen, dass es dann schnell auch weitere Impfdosen geben wird. Und erst, also die Virologen sagen mir, erst wenn wir ungefähr bei einer Durchmischung von 65-70% angekommen sind, dann gibt es auch eine Sicherheit. Und wenn wir die schnell erreichen könnten, wäre das natürlich gut, weil wir dann auch in ein, sagen wir, normaleres Leben wieder zurückkehren können. Ob es das Gleiche ist, wie wir es vor der Krise hatten, das werden wir dann sehen. Und deswegen ist es immer ganz schwierig, jetzt schon zu sagen, was machen Sie eigentlich danach? Weil wir nicht genau wissen, wann ist eigentlich danach. Und deswegen sind ja auch die ganzen Termine jetzt, 5. Januar, der nächste Termin der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, um zu gucken, wie geht es weiter. Also das wird noch eine schwierige Herausforderung sein und eine harte Zeit werden, weil auch Virologen sagen, ja, also wenn wir zu viel Sicherheit glauben zu haben, wird es eine dritte Welle geben können. Und die wird sicherlich dann nicht wie die erste flach und wie die zweite jetzt hoch, sondern die wird noch mal höher sein. Und das wäre natürlich ein echtes Problem und eine für uns nicht zu verkraftende Herausforderung. Deswegen müssen wir jetzt auch wirklich vernünftig sein und so schwer uns das Menschen auch fällt, aus dem Weg gehen. Ich denke, Herr Thümmler, das war ein schönes Schlusswort in dieser Krise von Ihnen. Schönen Dank für das Gespräch und den Einblick in verschiedene Sachverhalte der Wissenschaft, der Forschung und der Kultur. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren verantwortungsvolle Aufgabe als Minister in Hannover und für all die Dinge, die jetzt ungeplante Art auf Sie wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten hineinprasseln. Also gute Übersicht wünsche ich Ihnen dabei. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war unser Forum Politik mit unserem Wissenschaftsminister Björn Thümmler. Sicherlich haben Sie einiges über Kultur, Forschung und die European Medical School
erfahren. Machen Sie es gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo auch immer Sie sind, und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss.